Braucht man das? Ist das geil oder so Mod zu sein? Weil ich stelle mir das immer so vor, dass Nee. ich dann arbeiten muss und ich eigentlich gar keine Zeit Ja, es dafür ist hätte. theoretisch, ja, es ist theoretisch Arbeit. Vor Aber allem musst du ja auch Zeit sagen. haben, wenn er streamt, sozusagen, ne? Ja, aber sagen wir es mal so, er ist auch nicht unbedingt, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber er hat jetzt auch nicht unbedingt die große Zuschauerschaft. Ja. Also geht es noch. Warum ist der jetzt tot? Keine Ahnung. Dachte, du guckst drauf. Ja, aber ich habe Was gerade hat er was denn? offen. Getötet von Wache mit Schlagstock. Wir haben ja eine Wache, die mit ihrem Schlagstock alles tötet. Auch nicht schlecht. Guck dir mal an, wie voll das Ding da hinten ist. Das ist ja der Abfallwagen, will ich sagen. Nein, der Leichenwagen. Der ist ja gigantisch. Ich finde das auch gut, dass es da keine Drängeleien bei uns in den Räumen gibt. Also, dass wir nicht zu viel Personal haben. Aber jetzt Nee. erklär mir das mal, da oben steht, wir hätten 2 bis 9 Freiwachen, ne? Die sind doch nicht alle auf dem Gang hier eingeteilt. Die können doch gar nicht frei sein. Naja, da steht unten alle auf Patrouille, stationiert auf Patrouille, macht Pause, Patrouille, macht Patrouille, macht Pause, Patrouille, Patrouille, müde, Patrouille, auf Die Patrouille, spinnen macht doch. Pause, auf Patrouille. Wir haben es doch jetzt letztes Mal ausgerechnet, da haben wir meine Zettel sogar noch liegen. Ja, genau, Vom. wir haben das ausgerechnet. Auf die einzelne Person genau. Also uns kann ja keiner was erzählen. Ja, und die Patrouillen sind alle nicht gerade besetzt. Also die Hälfte ist besetzt, die andere Hälfte fehlt dann irgendwie teilweise. Oh nein, wir haben doch jetzt 8 Uhr. Was Weil wir bedeutet haben eh das? keine. Achso, nee, wir haben Wir haben keine ja Einlieferung, keine glaube ich. Gefangenen. Genau. Ja, nee. Mann, ich würde ja jetzt bauen, aber ich kann ja nicht. Ich hätte wenigstens meine Gummizellen schon fertig. Ja, da fehlt ja nur noch Wasser und Strom und sowas. Ja, nee, nur noch Wasser. Aber der ist ja auch in Auftrag gegeben. Ist Den warte ich alles schon da, mal. also wir warten eigentlich nur noch darauf. Ich mach mal ein bisschen schneller, okay? Ja, kein Thema. So ein paar Plätze müssen jetzt auch noch gedingst werden. Vierzehn Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Was haben sie denn? Keine Lust mehr. Ich sage immer Wachhunde, das ist natürlich Quatsch. Wir haben ja Wachkillerkatzen. Mondkatzen. Ja. Also ich bin mir sicher, dass ich den Auftrag gegeben habe, hier muss eine Wand rein. Ja, du, das kann eventuell noch ein bisschen dauern. Ja, ne? Ist kein Beton mehr da. Ach, guck mal, da kommt sie, die Wand. Und die Tür gleich mit. Perfekt. So, dann denken wir an die Regeln mit dem Boden. Zack. Du weißt was, ich mach mal noch 2 Türen hier beim Personalraum rein, ne? Ja, Weil das mach ruhig. ist ja echt. Also ganz kurz, hast du mal ganz kurz nichts brauchst. So, okay, bin fertig. Ja, alles gut, alles gut. Werde es eventuell die zweite Tür noch drehen können, damit die zum Klo hin aufgeht. Ah ja, Moment. Und wir könnten ja die mittlere Tür durch eine Doppeltür ersetzen. Das müsste ja theoretisch auch noch passieren. Gut passen. Ja, mache ich. So, dann muss ich mal schnell den Boden hier setzen. Welche waren das? Teppich braun, ne? Bin schon dabei. Ach, perfekt. Sehr gut. Alles klar, Teppich ist gesetzt. Ich weiß nur nicht, ob er es alles verstanden hat. Das ist. Ey, das muss nerven, die ganze Zeit Tür auf Tür zu, wie in Terraria. Fürchterlich, fürchterlich doch. Da ist wer verärgert. Wer ist da verärgert?
Unsere Wachen sind verärgert. Ich lese hier ständig verärgert. Achso, ja, weil die essen und so. Wir haben noch Personalbedürfnisse irgendwie angehen lassen, warum auch immer. Echt? Kann ja. Ich mir nicht vorstellen. Dann brauchen die jetzt einen Speisesaal oder was? Wo muss das denn sein? Warte mal, mir ist das hier ein bisschen zu wuselig. Ich mach mal ganz kurz Pause. Nee. Ja. Ja, wir können den Personalessensraum ja hier unten noch machen. Also unter die Küche. Ja, ja, machen wir, halt... kriegen sie. So. Soll ich den machen oder machst du? Nee, nee, darfst du dich gerne mit beschäftigen. Okay. Ich wollte nur den Getränkeautomaten, der da im Weg ist, noch versetzen. Wer geht denn da mit seinem schmutzigen Killerkatzen rein? Unglaublich. Kann es sein, dass sie zu wenig Kühlschränke haben? Wer? Kühlschränke. Hier. Und zu wenig Hausmeister. Wir haben nur 5 Hausmeister. Wir haben noch nicht so arg viele Wachen deswegen. Ja, Wachen müssen wir eigentlich viele Wachen haben. Nee, nee, Häftlinge, wo sauber machen halt. Weil hier unten ist halt echt ziemlich viel dreckig. Ja, das ist nicht unser Problem. Was ist eigentlich hier mit der Razzia? 7 Plätze für noch. Wo sind denn die? I don't know. Oh, hey, die bauen langsam mal Strom. Das ist ja toll. Wahnsinn. Bist du gerade was am Bauen? Sonst würde ich jetzt mal eben Leitung verlegen. Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig. Dann schenke ich mir was zu trinken, ne? Und erstmal noch Salat noch. So. Ich wollte eigentlich gerade meine Kantine bauen, aber mach ruhig. So. Eben, dann kannst du in Ruhe einen Kartoffelsalat, einen Erpelschlort essen. Erpelschlort? Mhm. Was ist das? Ist platt. Für Kartoffelsalat. So. Mhm. Ja, ich kenne nur mit Appi da, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Zu Rotenburgerisch. Mir Kühe nicht auch platt. Weste, wa? Na. Kann das sein, nur mal unter uns, dass in einem Trakt hier noch Duschen oder so fehlen? Es kann sein, dass der rechte Trakt noch nicht richtig ausgebaut ist. Ja, genau. Von den. Ja, ja, das kann durchaus sein. Dann ist das so gewollt. Und dann werden wir das auch so akzeptieren. Jetzt weiß ich auch, warum die hier nicht fertig werden, weil die hinten eingesperrt sind. Wer? Die zwei? Im rechten Trakt. Ja, die 2, 3, 4 Bauarbeiter. Ich würde ganz, wenn du fertig bist, ja, mal du kurz darfst. Die Wand da unten abreißen. Mach das, mach das. Ja, das ist ein komischer Gang hier, ne? Der da für ein bisschen Verwirrung sorgt, glaube ich. So, dann haben wir mal hier den einen Zaun abreißen und die 2 Wände. Und sie sind frei. Raus. Juhu. Ja, jetzt geht natürlich alles viel schneller. Ja, ja. Da können die auch hinten die Razzia fertig machen, weil da sind 2 Stapel wohl noch fehlen. Alles klar, ich mach dann mal weiter Rohre. Ja, das so. Wieder Nacht. Immer Nacht. Als ob wir das heute schon mal gehabt hätten, oder? Mhm. So, ich hoffe, du bleibst auch bei deinem Zyklus, die Betten jetzt komisch in die Mitte zu stellen. Ich mach da gerade gar nichts, weil ich will ja eigentlich immer noch meine Dings machen. Kantine. Ja.
Okay, ich habe meine Arbeiten erstmal soweit abgegeben und jetzt haben wir auch. Wir bräuchten eventuell noch Krankenpflege, weil da haben wir halt noch gar keine, ne? Ja, gut, aber wir haben ja auch noch nicht eröffnet, ne? Da ist ja noch nichts los. Also Krankenpfleger müssen wir Ja, doch. einstellen. Doch, haben Das wir sind ja schon? schon welche drin. Ja. Ach Wir was. haben 5 psychisch Kranke. Ja, Fünf doch, ne? mittlerweile. Dann bist du fertig mit Rohr nun? Ja, ich bin fertig. Ich Okay, gut. hab mal vier eingestellt, ne? Gut. Gut. So, dann brauche ich einmal Licht. Für den ersten Block habe ich schon Strom gezogen, auch. So, dann brauchen wir Serviertische. Wollen wir die denn? Hinten den Mülleimer. Dann brauchen wir Tische mit Bänke. Okay, also das haben wir auch. Alles klar. Jetzt warten wir nur, bis die Türen raus sind. Dann setzen wir hier mal Doppeltüren hin. Es ist ja nicht zum Aushalten. So, und dann müssen wir das Ganze noch als Kantine kennzeichnen. Und im Einsatz unter Personal. Personalkantine, sehr gut. Ist erledigt. Sehr gut. Wir können die ja jetzt futtern, bis der Notarzt kommt und wir gehen pleite. Genau. Sehr gut. Elf Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Was denn los? Nix. Eigentlich. Führen sich aber da auf. Widerlich, oder? Haben wir irgendwie eine Einzelhaft? Nee, ne? Ist wenig los hier, ne, was Einzelhaft angeht. Einer in Einzelhaft, vier in Warteschlange. Sind bei dir die Tische auch verbuggt? In der Welche? Kantine, Personalkantine? Moment, ich geh mal eben Bei hin. mir sind die, bei mir sind die nämlich kleiner als die Bänke, obwohl es normale Tische sind. Nö, die Tische und Bänke sehen aus wie normal. Okay, gut, dann ist nur bei mir so. Ja, ne, also ob unten Bei ein Stück mir haben fehlt die. bei dir, ne, an der Wand. Ja, genau. Nö, Genau. also kannst bei mir sehen, ich bin drauf, ne? Aber die essen natürlich auch alle da, das ist. Na, der ist so Na, lang da, egal. ne? Weißt du. So, Bedürfnisse beim Personalessen sollte jetzt gestillt werden. Umwelt ist gerade ein bisschen hoch, aber. Ja. Was meinen die mit Umwelt? Gut. Ja, Umwelt ist, wie halt das Gefängnis aussieht und so, weil schau dir mal die Küche an. Ja, Wer gut, weiß, dass da dein ne? Essen herkommt, ne? Sauberer als meine, also insofern. War jetzt meine auch. Ich brech die Razzia jetzt mal ab, ne, weil sie nerven mich jetzt. Du kannst ja eventuell die Mülleimer mal ein bisschen versetzen und da vielleicht nochmal ein paar Kühltruhen oder so hin. Das sieht so wenig aus, ne? Aber gut, solange sie sich nicht beschweren, alles gut. Und solange alle was zu essen kriegen, ist mir das auch recht. Ich glaube, so viel Müll brauchen wir halt auch nicht. Haben sie nur wegen der Symmetrie gemacht. Ja, alles wird gut hier. So, angeblich sind hier einige Sachen nicht verlegbar. Natürlich. Ich finde das auch gut, dass ich hier ganz viel ausgelassen und vergessen habe. Ne? Weil so einen geraden Strich hochziehen, da habe ich natürlich ganz viele ausgelassen. Das muss dir klar sein, ne?
So. Guck, ob das dann reicht an den Kühlschränken her. Darf ich mal ganz kurz was ziehen? Nee, natürlich, natürlich. So, ich ziehe mal eben Stromleitung für den zweiten Block auf der rechten Seite.